Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift! Also Let's Play Need for Speed Shift. Die anderen Need for Speed Teile, also Need for Speed Shift Teile, die ich aufgenommen habe, konnte ich leider nicht synchronisieren bzw. kommentieren. Erst hat es nicht geklappt während des Spiels. Dann hat es nicht geklappt, das nachzukommentieren, weil mein Audacity eine Zicke ist. Deswegen werde ich das leider jetzt ohne Ingame-Sound aufnehmen. Ich werde versuchen, über meine Boxen das aufzunehmen. Wenn es nicht klappen sollte, tut es mir leid. Wenn es leise ist, tut es mir auch leid. Aber es ist einfach nur atemberaubend, das Spiel, wie ihr seht. So, wir sind hier im Titelmenü. Sehr schön in Szene gesetzt, dieses Titelmenü, finde ich. Also ist sehr schön gemacht. Und wir fangen jetzt einfach mal weiter an mit unserer Karriere. Wir haben uns ja einen Ford Focus ST geholt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ja. So, Dakota. Nehmen wir mal daran teil. So, die Ladezeiten sind ja relativ lang. So, dann schauen wir mal. Aggressive Aktion. Ja, wie ihr gemerkt habt, bin ich schon ein relativ aggressiver Fahrer. Ja. Und das, denke ich mal, wird sich auch nicht so schnell ändern. Also sehr schön, ich finde die Wiederholung, also dass man wieder die Wiederholung abspielen kann, sehr schön. Und ich denke mal, wenn ich jetzt merke, dass ich ein Rennen, während es ein Rennen nicht genug gesprochen habe, werde ich die Wiederholung abspielen. Und dann kann ich dann ein bisschen was erzählen. Euch belustigen mit meiner erotischen Stimme. So. Dieses Spiel ist einfach nur geil. Es ist das beste Rennspiel bis jetzt, was ich jetzt so jetzt gespielt habe. Das beste Rennspiel, was ich jemals noch so. Gran Turismo ist auch geil. Aber das hier ist ein bisschen schwieriger. Finde ich. Und ich habe jetzt auch erfahren, wie man mit seinem Kopf in der Cockpit-Kamera-Perspektive ein bisschen bewegen kann. Dass man in den Rückspiegel, also im Mittelspiegel gucken kann oder am linken Außenspiegel. Und so weiter. So. Entweder habe ich es jetzt schon hochgeladen oder ich habe es später hochgeladen. Und zwar das Let's Play Alarm Chevrolet 3 mit Black Cat läuft. Und ja. Wir haben die ersten zwei Missionen gemacht. Das ist ganz gut gelaufen eigentlich. Ja. Kann man sich nicht beschweren. So. Jetzt höre ich Sound vom Rennen. Ah, da sind wir schon. Wir sind immer vorsichtig. Das Spiel leckt verdammt, oder? Da hat uns ein... irgendwie leckt es gerade mit dem... Es leckt verdammt. Also, das liegt echt an meinen Fraps. Das ist, glaube ich, immer so, wenn ich direkt Sound Audio-Kommentare mache, leckt es wie Scheiße. Wow. Also ihr merkt es ja selbst, es laggt wie Scheiße. Es macht keinen Spaß so zu spielen, wenn das... Weg da! Macht Platz, ich bin wichtig. So, jetzt geht's ab hier. So, jetzt können wir uns hier umschauen. Ja. Sehr schön. Wow, es laggt einfach das Spiel.
Ich werde dieses Rennen noch beenden und danach werde ich, denke ich mal. Ach, das erzähle ich gleich in der Wiederholung. So, das Gelege hat aufgehört und ich erzähle es euch jetzt. Es ist einfach unmöglich, dass ich das irgendwie kommentieren kann, merke ich gerade. Das ist einfach der Wahnsinn. Währenddessen des Spiels, ich kommentiere, wenn ich nicht den Ingame-Sound aufnehme mit Fabs, leckt es wie Scheiße. Wenn ich es aufnehme normal und danach kommentiere, klappt es nicht. Ich versuche es, dass es klappt. Ich werde das jetzt immer nachkommentieren, weil es leckt einfach. Ihr merkt es, es leckt wie die Hölle. Und das macht keinen Spaß. Das macht mir keinen Spaß. Das wird euch auch keinen Spaß machen, wenn es die ganze Zeit leckt. So, wir haben Belohnung für Levelaufstieg gekriegt. Gut, okay. Dann werde ich jetzt das jetzt mal an dieser Stelle kurz beenden. Werde Fraps umschalten. Und dann geht's weiter. Und ja, man sieht sich dann später gleich und dann geht's auch weiter. Ich will das Spiel unbedingt spielen, das ist geil. Also bis gleich, euer Jacke.